auf deinem Grunde haben sie an verborgenem Ort den goldenen Schatz begraben, den vor die Menschenhand und schrie
Lied und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König stieren Blicks da saß, mit schlottenen Knien und Totenblass. Die Knechte schar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten